Es wurde spannend in Meerbusch. Das Halbfinale der Tannhof Resort German Series hatte es in sich. 8 Spieler traten an. Yannick Hanfmann, Maximilian Marterer, Mats Rosenkranz, Marvin Möller, Cedric Marcel Stäbe, Yannick Maden, Daniel Masur und Oskar Otte, der sein Finalticket als erster löste. Ist natürlich cool, wenn man hier mit den Besten aus Deutschland zusammen auch wieder mal ein paar Tage zusammen verbringen kann, ein bisschen Turnieratmosphäre hat. Die Anlage hier in Meerbusch kenne ich auch schon sehr lange, schon oft Challenger hier gespielt. Ich fühle mich hier sehr wohl, ist so eine halbe Stunde von mir zu Hause. Von daher ist echt super hier. An den 4 Tagen zeigten alle Profis hochklassiges Tennis. Viele Matches gingen über die volle Distanz. Vor allem die Erfahrenen hatten dabei die Nase vorn, sowie der vierfache Davis-Cup-Spieler Cedric Marcel Stäbe, der sich im entscheidenden Spiel seinen Finalplatz sicherte. Bevor die Turnierserie jetzt gestartet hat, war es auf jeden Fall mein Ziel, ins Finale zu kommen. Egal wo ich antrete, ich möchte eigentlich immer gewinnen. Und ja, ich freue mich, dass es natürlich dann auch zu Hause dann in München ist, wo ich auch trainiere. Und ja, ich bin einfach überglücklich, dass das jetzt so noch gereicht hat. Neben Stäbe qualifizierte sich auch Yannick Hanfmann ohne Matchverlust souverän für die Endrunde in seiner sportlichen Heimat. Ich freue mich einfach, dass ich jetzt noch eine Woche spielen darf, weil du musst dich ja auch immer erst für die Wochen qualifizieren. Am Anfang haben wir gesagt, hey, wäre richtig gut, wenn wir 4 Wochen hinkriegen, und jetzt ist das so, und deswegen, ich freue mich dann nach der Serie jetzt hier ein paar Tage off zu machen und dann wieder nach München, dann kann ich dort bleiben und dann die letzte Woche, da freue ich mich drauf, also Anspannung eher nicht, einfach ein bisschen freudige Erwartung. Ergänzt wird das Münchner Trio im Finale von Maximilian Marterer, der im Turnierverlauf immer besser in Form kommt. Mal schauen, ich glaube, Oskar musste jetzt noch nie reisen in Süden. Wir waren jetzt schon zweimal im Westen. Und ja, ich denke, wir sind alle, kennen uns alle sehr gut. Ich denke, Yannick hat jetzt, glaube ich, 3-mal die Gruppe gewonnen, hat sehr überzeugend gespielt auch. Er ist vielleicht so, ja, ein kleiner Favorit, aber ich denke, wie gesagt, das ist eine sehr offene Partie, weil wir auch alle in ähnlichem Niveau spielen. Die Finalisten der Tannhof Resort German Series stehen fest. Klare Favoriten Fehlanzeige. Wenn das mal nicht ein interessanter Titelkampf wird.